Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wird es voll auf meinem Tisch, weil heute präsentiere ich euch die Xiaomi Pad 6 Reihe. Ja, das Xiaomi Pad 6 kam in Deutschland auf den Markt. Leider das Pro-Modell, geschweige denn das Max-Modell, kam jemals hier auf den Markt und wird auch nicht kommen. Aber dank Trade Shenzhen habe ich auch diese beiden Geräte hier vorliegen. Dank Xiaomi Deutschland habe ich das Xiaomi Pad 6 hier vorliegen. Ich vergleiche euch heute hier die einzelnen Geräte, damit ihr wisst, welches Pad 6 vielleicht für euch geeignet ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, und nun mal hier die Größenvergleiche allein von der Packung. Natürlich Pad 6 und Pad 6 Pro in weiß gehalten, beide gleich groß. Was das bedeutet, kommen wir gleich natürlich im Video dazu. Das Pad 6 Max ist dann schon von der Verpackung her schon größer, aber ich sag mal, das ist ganz klar, das hat ein 14 Zoll Display und die anderen sind halt wesentlich kleiner. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen, wir fangen jetzt direkt an und steigen ein hier auf meinen Tisch. Also ihr seht hier alle drei Geräte vorliegen. Einmal hier links das Pad 6, dass ihr halt klarkommt, welches was ist. Pad 6 Max, ja, das erkennt man direkt. Und hier das Xiaomi Pad 6 Pro. Preise, das Pad 6 bei 399 Euro, das Pad 6 Pro 427 Euro und dann halt das größte, das Max-Modell für 667 Euro. Das normale Pad 6 bekommt ihr ganz normal bei Amazon, im Xiaomi Store zum Beispiel online. Diese zwei Geräte bekommt ihr zum Beispiel ja bei dem Online-China-Importhändler meines Vertrauens, Trading Shenzhen. Schaut bitte für alle Geräte unten in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr alle Links zu den Geräten, zu den einzelnen Shops und so weiter. Ja, wir fangen an mit den Maßen und die sind natürlich, sag ich mal, erheblich Unterschied zwischen dem Max und den anderen Modellen. Das 6er Modell und das Pro Modell von dem 6er ist natürlich gleich in den Maßen. Wir haben hier 253,9 mal 165,2 und es ist 6,5 mm dünn. Das sind alle Geräte, auch das Max, sehr schön dünn, finde ich. Das macht einen sehr schönen und ordentlichen Eindruck. Dann hat man nicht so, ja, ich sag mal, so ein riesen Oschi in der Hand. Auch das Max, wie gesagt, 6,5 mm dick nur. Aber nochmal ganz kurz der Verweis auf das Pro-Modell, genau die gleichen Maße wie das normale Pad 6. Bei dem Max-Modell, da sind wir dann schon bei anderen Maßen. Hier haben wir 206,1 mm in der Breite, 318 mm ja in der Höhe, so wie wir es jetzt liegen haben und wie gesagt angesprochen 6,5 mm dann in der Dicke. Stört euch nicht hier unten, da sagt das Max-Modell immer, es hat die Verbindung zu der Tastatur verloren, weil zu diesem Gerät habe ich auch eine Tastatur da. Gibt es für alle Geräte, könnt ihr auch unten schauen, verlinke ich euch natürlich auch zu den einzelnen Geräten, das Tastaturcover dazu und auch den Xiaomi Pencil, nenne ich ihn jetzt mal. Ja, es gibt unterschiedliche Ausdrücke zu dem Xiaomi Stift, ich sage jetzt einfach Xiaomi Pencil. Gewicht sind wir selbstverständlich hier 490 Gramm, hier 490 Gramm und hier sind wir fast das Doppelte. Wir sind hier bei 750 Gramm und da habt ihr schon ordentlich was dann bei dem Max-Modell auf dem Schoß oder halt vor euch stehen. Also da müsst ihr entscheiden, ist das vom Gewicht her für diesen Einsatzzweck, welches ihr vorhabt, auch überhaupt geeignet. Also da müsst ihr wirklich überlegen, dann vielleicht doch auf das Pro-Modell zu gehen oder halt sogar mit dem günstigsten Pad 6-Modell. Das müsst ihr euch entscheiden, aber machen wir weiter. Display. Display gibt es auch Unterschiede. Hier haben wir bei dem Pad 6 ein 11 Zoll WQHD Plus Display mit IPS-Technik. 1800 mal 2880. Dasselbe haben wir hier bei dem Pro-Modell. Genau dasselbe Display, genau die gleiche Auflösung, die gleiche Technik auch. Wir haben bei beiden 144 Hertz Bildwiederholrate und 240 Hertz Abtastrate. 309 ppi jeweils und
500 Nits in der Spitze, was die Helligkeit angeht. HDR10 Zertifizierung haben sie auch, 10-Bit Farbtiefe, Dolby Vision und Gorilla Glass 3 auf der Front geschützt. Bei dem Pad Max stellt sich das ein bisschen anders dar. Hier haben wir 14 Zoll WQHD Plus Auflösung. IPS, ja, ist dasselbe. Hätte ich mir sehr gerne AMOLED gewünscht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben hier auch eine Auflösung von 1800x2880 bei 242 ppi. Klar, die ppi ist niedriger, weil das Display ja viel größer ist. Aber bei der Bildwiederholrate, wie gesagt, die 244 Hertz Bildwiederholrate, das Max hat in Anführungszeichen nur 120 Hertz in der Spitze. Ihr könnt aber alle drei Displays entscheiden, 60, 90, 120 und halt bei diesen zwei Geräten dann 144 Hertz. 600 Nits in der Helligkeit, also es wird heller als die zwei anderen. Man kann es vielleicht auch auf der Kamera so ein bisschen erkennen. Da ist dann halt vielleicht sogar mit dem Max-Modell draußen etwas zu arbeiten, etwas zu schauen, ein bisschen angenehmer. Dolby Vision hat es auch. Ich habe jetzt keinen Verweis auf HDR10-Zertifizierung gefunden, aber ich gehe mal stark davon aus, ebenso die 10-Bit-Farbtiefe und Gorilla Glass 3 als Schutz oben auf. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, jetzt machen wir sie mal alle aus. Ihr habt hier oben den Knopf jeweils. Nein, ich will es nicht ausschalten, ich will es nur ausmachen. Dann drehen wir es mal rum und so kommen wir dann auch mal zu der Farbe der jeweiligen Geräte. Welche Farben gibt es denn überhaupt für die ganzen angebotenen Geräte? Ja, das ist halt auch wieder ein bisschen schwierig, weil zwei Geräte sind halt Importgeräte. Bei dem Pad 6, was ihr wie gesagt in Deutschland bekommt, bei Amazon oder Xiaomi Store und so weiter, da gibt es ja ein krasses Schwarz und halt hier so ein, ja, die nennen das Blau. Ich weiß nicht, warum die das Blau nennen. Das ist eher so ein Blau, eher grau gehaltenes Blau. Finde ich ein bisschen komisch. Es ist aber alles drei. Davon könnt ihr jetzt schon mal wieder ausgehen. Alle drei haben eine sogenannte Aluminiumlegierung auf der Rückseite und auch an den Kanten. Es ist nicht wirklich Aluminium, es ist so ein Aluminiumüberzug, unten drunter Kunststoff und somit ist es aber trotzdem sehr hochwertig verbaut, finde ich. Man kann alle drei Geräte wirklich sehr schön anschauen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Bei dem Pro-Modell als Importversion haben wir schwarz, auch so ein Blau wie das hier und halt eine goldene Farbe, wie hier wir vorliegen. Also das Gold ist auch ganz zart nur gehalten. Das gefällt mir persönlich aber sogar am besten von allen drei Farben, die ich hier vor mir liegen habe. Ja, also das Max, bei dem sind wir jetzt angekommen, auch Aluminiumlegierung, wie gesagt, und wir haben hier Grau, dieses Grau oder halt Silber. Und ein schwarzes Modell gibt es bei Training Shenzhen zur Auswahl. Wie gesagt, also da muss man halt jetzt ein bisschen überlegen, was gefällt einem am besten an den Farben. Es gibt unterschiedliche Farben bei den unterschiedlichen Modellen. Das ist ja Geschmackssache, sage ich mal. Ja, ihr seht hier auf der Rückseite jeweils der Kamerabump an die Optik, sage ich mal, der Xiaomi Smartphones zurzeit angelehnt. Gerade an das Xiaomi 13 zum Beispiel, aber jetzt auch demnächst auf den Markt kommen das Xiaomi 13T oder 13T Pro. Also da ist auf jeden Fall eine Nähe zu erkennen. Zu den einzelnen Sensoren kommen wir natürlich auch im Laufe des Videos. Wir drehen jetzt aber gerade mal das Max-Modell um, machen eins mal halt an. Ihr seht hier schön saubere Entsperrung. Dann legen wir das nochmal schön hin und dann kommen wir mal zur Hardware zu verbauten, weil da gibt es auch dann nochmal Unterschiede. Bei dem Pad 6 fangen wir immer an. Das Pad 6 hat ein 7 Nanometer Chipsatz verbaut. Es ist der ja doch wirklich auch sehr, sehr gute und zuverlässige Snapdragon 870. Schon etwas älter, aber ich sag mal durchaus ausreichend für ein Tablet. Sein Octa-Core mit 3,2 GHz, Adreno 650 Grafikeinheit und ihr habt hier 6 GB LPDDR5 RAM. 128 GB UFS 3.1 interner Speicher könnt ihr nicht erweitern. Das bei allen drei nicht, ja? Also das ist schon mal ganz klar vorneweg. Da finde ich, ich sag mal, ist das eher so,
Ja, der Einsteigerbereich. Ja, ihr könnt schon einige Games darauf zocken, aber nicht mehr in den höchsten Einstellungen. Also da kommt doch schon das ein oder andere Game dann zum Zuckeln und zum Ruckeln vielleicht. Ganz anders bei dem Pro-Modell. Das Pro-Modell finde ich persönlich so von der Hardware-Ausstattung das Interessanteste an diesen drei Modellen. Hier ist der 4-Nanometer-Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 verbaut. Es ist der Octa-Core mit 3,2 GHz und Adreno 730 Grafikeinheit. Hier haben wir 8 GB sogar, anstatt hier 6. 8 GB LPDDR5X RAM und 256 GB UFS 3.1 interner Speicher. Also doppelt so viel wie hier das Pad 6 an interner Speicher. 2 GB mehr RAM als das normale Pad 6 und wir haben sogar den neueren LPDDR5X RAM hier verbaut. Also durchaus besser geeignet zum Zocken zum Beispiel. Ich sag mal, für Streamingdienste ist das Pad 6 absolut ausreichend. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr könnt alle Streamingdienste in vollster und schönster Qualität schauen. Könnt ihr aber auch mit dem Pro-Modell. Also da wiederum der Unterschied. Hier nochmal ein besserer Chipsatz drin. Und halt, wie gesagt, viel größerer RAM-Speicher und auch der neuere RAM-Speicher sowie auch die höhere Ausbaustufe. Ihr kriegt das natürlich auch in 128 GB, aber halt auch in 256 GB. Ja, kommen wir zum Max-Modell. Und da, ja, natürlich gibt es da auch wieder Unterschiede zum Pad 6, aber eigentlich fast keine Unterschiede oder ja geringe Unterschiede zu dem Pro-Modell. Ihr habt hier auch den 4-Nanometer Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Octa-Core, wie gesagt, 3,2 GHz und so weiter, Adreno 730 Grafikeinheit, hier auch 8 GB LPDDR5X RAM und hier die kleinste Basisversion, 256 GB UFS 3.1 interner Speicher. Also hier auch toll geeignet zum Zocken, natürlich ein bisschen groß, aber was man hier sehr wahrscheinlich richtig gut machen kann, ist halt einen Controller mit verbinden und dann auf dem Tablet mit Controller dann halt zocken, dass man nicht hier wie bei dem Pro-Modell oder bei dem normalen Modell in der Hand, da das geht noch, aber mit dem Max-Modell fände ich das ein bisschen too much, sage ich mal. Da eignet sich das dann viel besser, einen Controller zu verbinden. Das geht nämlich über Bluetooth, bei allen drei natürlich. Das ist logisch. Könnt ihr zum Beispiel einen Xbox-Controller verbinden und auch vielleicht halt das ein oder andere Xbox-Game über die ein oder andere App dann von eurer Xbox aus streamen auf dieses Gerät. Also da, das geht ja heutzutage, von der PlayStation geht das glaube ich auch, das weiß ich nicht so genau, aber ich sag mal, es ist vieles möglich und wenn man dann ein 14 Zoll Display hier stehen hat und man hat einen Controller, dann macht das doch schon mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit das Gerät in der Hand haben muss. Ja, Antutu Benchmark Punkte gehen wir ganz kurz drauf ein. Das Pad 6 liegen wir bei 720.000 Punkte, also unter den 1 Million. Deswegen der Hinweis, wie gesagt, ihr könnt da zwar zocken damit, aber nicht mehr jedes Game in der höchsten Auflösung. Das Pro-Modell kommt auf 1.302.770 Punkte. Das ist der höchste Wert von allen dreien. Warum da der Unterschied zum Max gemacht wird? Weil das Max hat angeblich in Anführungszeichen dann nur 1.130.000 Punkte. Das kann mit irgendwas natürlich zusammenliegen, dass das Pad Max ein bisschen schneller heiß wird oder so und deswegen der Chipsatz drosselt. Also manchmal kann man den Antutu Benchmark ja auch nicht unbedingt immer so vertrauen. Ja, was natürlich ganz wichtig ist bei Importgeräten wie bei dem Pro-Modell und bei dem Max-Modell, ist natürlich die Software. Fangen wir wieder an beim Pad 6. Hier Android 13 mit MIUI 14 und es hat mich sehr gefreut. Gestern kam das Sicherheitspatch September 23. Auf neuester Version aktualisiert, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Deutsche Sprache natürlich komplett vorhanden, ganz normal in Deutschland und Europa zu kaufen, das Gerät und deswegen auch zu nutzen. Bei den Importmodellen stellt sich das ein bisschen anders dar. Wir haben hier Android 13 mit MIUI 14, natürlich Android 13 mit MIUI 14, auch natürlich Sicherheitspatch September 23, schon alles verfügbar, wunderbar. Hier von Anfang an natürlich nur Englisch oder chinesische Sprache zur Verfügung. Was man noch beachten muss bei Importgeräten, ihr wisst es, ist natürlich der Play Store. Der Play Store installiert euch Trading Shenzhen, wenn ihr das Gerät
das Pro oder das andere Gerät oder irgendein Gerät, auch jedes Smartphone, was ihr bei Trading Shenzhen kaufen könnt, installiert euch Trading Shenzhen dann den Play Store nach. Wir können hier mal gucken, DRM Info und hier auch natürlich wichtig, der Security Level 1. Ihr seht es also auch mit den Importgeräten ist es möglich, die Streamingdienste in vollster Qualität zu schauen. Also hier keine Einschränkung, wie zum Beispiel bei dem Vorgängermodell. Das Xiaomi Pad 5 Pro konnte Amazon, Netflix, wie sie alle heißen, leider nur in SD-Qualität abspielen. Hier die zwei Geräten können das in Full HD Qualität. Also da gibt's die Einschränkungen bei den Importgeräten mit der Sprache. Auch da gibt's aber eine Möglichkeit, findet ihr auch alles ein Tutorial auf Trading Shenzhen, verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Da gibt es die More Local 2 App, da müsst ihr einmalig das Gerät an euren PC anschließen, das Ganze durchlaufen, wie das auch alles erklärt ist und dann bekommt ihr alle Apps, die ihr im Play Store runterladet, in Deutsch. Was halt auf Englisch bleibt, das meiste zumindest, sind halt die Einstellungen. Also hier ist es so, dass das halt alles auf Englisch bleibt. Oh, ich sehe gerade, steht schon wieder ein Update an. Also hier, Xiaomi legt großen Wert auf die Aktualisierung ihrer Geräte. Wirklich sehr cool. In Deutschland kommen sie jetzt ja auch. Das kann ich euch schon sagen. Ich darf leider noch nicht so viel sagen über die neuesten Geräte, die jetzt vorgestellt werden in Deutschland. Aber das darf ich euch schon sagen. Die Geräte von Xiaomi sollen jetzt Aktualisierungen erhalten. 4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatch-Updates. Also ich hoffe, ich habe es noch richtig in Erinnerung, was mir während der IFA gesagt worden ist von Xiaomi. Ich glaube, es ist so. Wenn es irgendwie anders ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, wie gesagt, also hier haben wir das Pad 6 Max und das Pro. Wie gesagt, da bleiben die Einstellungen auf Englisch, aber mit der More Local 2 App alle Games, die ihr oder alle Apps, die ihr im Play Store bekommt, sind dann halt auch auf Deutsch. Das ist wirklich cool. Ja, kommen wir zur Entsperrung des Gerätes und hier haben wir bei dem Pad 6 die ganz normale Entsperrung. Also hier, ihr könnt hier dann eine PIN-Eingabe machen, ja, ihr könnt eine PIN-Eingabe machen oder halt einfach ungesperrt lassen. Das ist dann alles. Wir haben hier keine Möglichkeit, hier einen Fingerabdrucksensor zu haben. Und jetzt muss ich doch ehrlicherweise mal gucken, ob wir hier wenigstens eine Gesichtserkennung. Eine Gesichtserkennung ist dabei, so auch bei dem Pad 6 Pro. Das ist genauso gehandelt, nur bei dem Pad 6 Max auf dem Power-Button. Hier oben könnt ihr einen Fingerabdruck einlesen und bei dem Pad 6, da muss ich nochmal schauen, da war das glaube ich auch so. Ich gucke nochmal, gerade nochmal in die Einstellungen rein und dann schauen wir bei Password Security. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, einen Fingerabdrucksensor einzulesen und natürlich bei beiden Geräten auch Face Unlock, das ist ganz klar. Also nur bei dem Pad 6 bisschen reduziert, nur Face Unlock, keine Möglichkeit mit Fingerabdrucksensor zu arbeiten. Ja, das sind halt die Unterschiede. Irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen und ich finde, dass sie das Display gleich gelassen haben von dem Pad 6 zum Pad 6 Pro ist schon mal eine Riesensache, finde ich. Und dafür ist es trotzdem deutlich günstiger als das Pro-Modell. Kommen wir jetzt weiter zu den verbauten Kameras. Und wenn wir es jetzt schon so liegen haben, ihr seht hier überall die Frontkamera. Und ich sag mal, bei einem Tablet finde ich persönlich die Frontkamera sogar wichtiger, wie jetzt, sag ich mal, die rückwärtige Kamera. Und das hat Xiaomi bei 2 Geräten von den 3 auch gemeint. Leider bei dem Pad 6 nicht. Hier habt ihr eine 8 Megapixel Frontkamera. Ja, es ist okay. Ich sag mal, wenn wir mal in die Kamera reinstarten und dann auf Video gehen, die Frontkamera einschalten und dann seht ihr hier oben 720p oder 1080p bei maximal 30 FPS. Ihr seht ja hier mal meine Kamera und so weiter. Und wenn wir jetzt hier mal hingehen und schauen mal bei dem Pad 6 Max, hier übrigens eine 20 Megapixel Sony IMX 596, also wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Kamera, Kamerasensor besser gesagt. Dann gehen wir mal hier und hier haben wir
zwar auch nur 1080p, aber ihr habt schon gesehen, mit 60 FPS. Also hier deutlich an Qualität natürlich gewonnen. Ebenso können wir auch nochmal schauen, hier bei dem Pro-Modell, da haben wir die Möglichkeit dann hier bei Video 1080p mit 60 FPS 4K, würde mich jetzt wundern, weil hier in dem Pro-Modell ist der gleiche Sensor verbaut, ebenfalls der 20 Megapixel Sony IMX596. Und ich sag mal, bei allen drei, selbst bei dem Pad 6 mit Full HD in der Frontkamera oder in der Hauptkamera, finde ich, wie gesagt, Full HD Videos aufnehmen zu können oder halt auch Videokonferenzen in Full HD Qualität abzuhalten, ist wirklich eine sehr gute Wahl, weil ich finde, die rückwärtige Kamera, egal ob es jetzt 11 Zoll groß ist, das Tablet, oder 14 Zoll groß ist, das Tablet, also ich laufe nicht so rum und mache hier Fotos. Ja? Aber wenn wir schon jetzt bei Kameras sind, dann werden wir natürlich hier jetzt nochmal alle drei umdrehen. Ja, es dauert ein bisschen, es sind drei Geräte, sonst habe ich nur ein Gerät oder maximal zwei. Also, fangen wir wieder an beim Pad 6. Auf der Rückseite hat das Pad 6 einen Sensor. 13 Megapixel Hauptsensor. Es wird auch nicht näher darauf eingegangen, welcher Sensor das sein soll. Also hier kann man nur raten. Es kann natürlich ein OmniVision Sensor sein. Der ist schon okay. Und man kann auch damit das eine oder andere Foto schießen und vor allem Dokumente abscannen. Und das würde mir eigentlich bei allen drei Geräte sogar reichen, dieser Hauptsensor. Aber Xiaomi hat sich gedacht, bei den, ja, ich sag mal, Pro-Modell und bei dem Max-Modell, da müssen wir schon was tun. Die sind ja auch teurer im Preis. Da müssen wir andere Sensoren einbauen. Hier hat sich bei jeweils bei beiden Geräten hat sich Xiaomi für den 50 Megapixel Samsung JN1 entschieden. Ja, wer länger meine Videos kennt, der weiß, ich mag den JN1. Man findet ihn normalerweise eher im Ultraweitwinkelmodus, aber hier als Hauptkamera verbaut. Ist auch vollkommen okay. Da hätte aber auch der 13 Megapixel Sensor gereicht. Also da hätte ich nicht unbedingt jetzt gedacht, dass wir hier den 50 Megapixel brauchen, den JN1. Aber sei es drum, wie gesagt, irgendwie muss ja Xiaomi den Aufpreis ja auch erklären. Ihr könnt damit Dokumente scannen, Fotos machen, Videos in 4K-Auflösung aufnehmen. 4K 60 FPS war es sogar, glaube ich, und hier war es jetzt 4K 30 FPS. Ja, bei allen drei Autofokus, HDR, Digitalzoom, also alles, was man so kennt und braucht bei den Sensoren, bei der Kamera. Weiter geht's natürlich mit einem sehr interessanten Thema, der verbaute Akku. Und es spricht ja für sich selbst, dass das Max natürlich den größten Akku hat. Aber es verbraucht natürlich auch am meisten Akkustrom wegen dem größeren Display. Ist ja 3 Zoll größer. Also fangen wir wieder an beim Pad 6. Da haben wir 8840 mAh mit einem 33 Watt Netzteil, was mitgeliefert wird. Ist ganz klar, dazugehöriges Kabel und so weiter, könnt ihr den Akku relativ schnell aufladen. Bei dem Pro-Modell haben wir, warum auch immer, einen 8600 mAh starken Akku. Also ich hätte es natürlich auch damit gerechnet, dass die gleich groß sind. Aber hier hat Xiaomi einen Unterschied gemacht. Der ist ein bisschen kleiner, aber was halt hier das Coole ist, ihr habt hier ein 67 Watt Netzteil. Also mehr wie doppelt so schnell könnt ihr das Gerät dann aufladen. Und dann machen die 240 mAh Unterschied auch nichts mehr aus. Also da braucht ihr in der Hinsicht keine Angst zu haben, dass das Gerät irgendwie schneller leer wird. Es wird viel schneller voll vor allem. Ja? Also das ist auf jeden Fall richtig gut, finde ich, 67 Watt Netzteil. Hier bei dem Pad Max ist es dann 10.000 mAh. Also richtig ein Riesenakku. Damit könnt ihr schon einiges anstellen. Auch hier 67 Watt Netzteil dabei. Bei den Importgeräten, ihr wisst es, ist immer der chinesische Standardstecker dabei. Und ich sage es immer wieder dazu. Trading Shenzhen, legt euch einen Reiseadapter dazu, dass ihr die Ladeteile, wie auch immer, könnt ihr dann halt auch ohne Probleme in eurer Steckdose nutzen. Das soweit zum Akku. Ich kann euch jetzt nicht die genaue Laufzeit sagen, aber ihr kommt da richtig lang damit hin. Das ist überhaupt kein Ding. Natürlich gibt es auch nochmal Unterschiede. 144 Hertz bei diesen zwei, bei den zwei kleineren Geräten. 120 Hertz bei diesem Gerät. Also je nach Einstellung der
Displayhelligkeit, ihr könnt ja auch die Auflösung runterdrehen, auf Full HD zum Beispiel, würde ich euch beim Max-Modell nicht empfehlen. Ja, 14 Zoll ist natürlich so eine Sache, da wird es dann vielleicht sogar langsam etwas pixelig. Ja, kommen wir aber noch zur Konnektivität, das ist natürlich auch immer wichtig. Hier haben wir beim Pad 6 WLAN 2,45 GHz sowie das Wi-Fi 6E, also sogar etwas neuer, wie zum Beispiel bei dem Pad 6 Max. Hier haben wir auch natürlich 2,45 GHz, aber in Anführungszeichen nur Wi-Fi 6 ist jetzt nicht viel schlechter. 6E ist nochmal eine Weiterentwicklung zu dem normalen Wi-Fi 6, aber die meisten Router von heutzutage können noch nicht mal das Wi-Fi 6. Also da braucht ihr keine Angst zu haben, habt ihr trotzdem sehr, sehr schnelles WLAN, wenn euer Router das dann beherrscht und Wi-Fi 6 beherrscht und dann habt ihr auch schnelleres WLAN. Hier bei dem Pad 6 Pro, gleiches wie bei dem Pad 6, Wi-Fi 6E, auch alles 2,45 GHz, alles mit an Bord von Importgeräten, hier alles trotzdem mit am Start. Bei der Bluetooth-Version haben wir bei den zwei etwas kleineren Geräte, haben wir Bluetooth 5.2 und bei dem Max-Modell haben wir Bluetooth 5.3. Ja, mein Gott, das ist nicht groß der Unterschied. Ich sag mal, ihr könnt hier bei Bluetooth 5.3 gleich mehrere Sachen dann damit verbinden. Bei Bluetooth 5.2, ich glaube, bis zu zwei Geräte und hier bis zu drei der vier Geräte gleichzeitig. Aber genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. USB-C-Anschluss haben alle drei natürlich, jeweils 3.1 Standard, finde ich wirklich sehr gut bei allen drei 3.1 Standard. Damit könnt ihr doch einiges an Übertragungsgeschwindigkeit darstellen. Und halt bei den Lautsprechern, da waren wir noch nicht. Das Pad 6 hat vier Lautsprecher, das Pad 6 Pro sowie das Max haben jeweils 8 Stereo-Lautsprecher. Also hier auch bei dem Pad 6, toller Sound, ihr könnt richtig cool Filme schauen, Serien schauen. Also da habt ihr wirklich Spaß dran. Ja, das war's fast von meiner Seite. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz das Tastaturcover des Pad 6 Max. Gibt es natürlich auch bei Trading Shenzhen. Wie erwähnt, werde ich das euch dann halt auch verlinken. Ihr könnt es ja kurz mal dran machen. Hier ist einerseits die Rückseite, die kommt dann hier per Magnet, kommt das dann hier drauf und dann wird per Magnet, hier unten sind die Pins, wird dann hier es dran geklipst und dann könnt ihr hinten die Rückseite so ein bisschen abschrägen und könnt dann halt die Tastatur schön nutzen. Ihr seht hier sogar einen Mauscursor hier bei dem Trackpad hier, also ist eine, ja, ich sag mal, fast volle Tastatur. Natürlich fehlt hier der Numlock, aber zum Arbeiten reicht so ein Setup doch vollkommen aus und ihr habt eine sehr angenehme Größe und trotzdem relativ portabler finde ich, wie jetzt ein normaler Laptop. Bei dem Xiaomi Pad 6 sowie auch Pad 6 Pro ist es dann so, es sind die Konnektoren hier auf der Seite, ist nicht vom Cover her nicht ganz so hochwertig, zumindest von meinem Gefühl her nicht ganz so hochwertig wie bei dem Max-Modell und halt das Max-Modell hat hier oben auf jeden Fall noch eine Halterung für den Stift und hier wird er auch geladen. Bei dem Pad 6 Pro haben wir das auch und auch bei dem normalen Pad 6 ist hier auch ein Konnektor hier für den Stift dann vorhanden. Also da könnt ihr euren Stift aufladen und auch dann halt transportieren. Per Magnet hält das so ein bisschen da dran. Ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein für das Video über die Pad 6 Serie von Xiaomi. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, welches der Geräte für euch vielleicht das Richtige ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich würde mich persönlich für das Pad 6 Pro entscheiden. Ich bin gespannt, wie gesagt, was ihr sagt. Schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare und ob euch das Video auch gefallen hat. Das würde mir sehr, würde mich sehr interessieren, ob es euch gefällt, wie ich meine Videos mache. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Da freue ich mich auch drüber. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!